Ja, der Kanal hat 100 Abos und oh mein Gott, 100 Menschen, die mich und meinen Kanal abonniert haben. Das ist einfach so unglaublich. Ich konnte es wirklich nicht fassen. Danke, 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 danke für diese 100 Abonnenten. Und deswegen möchte ich euch nicht nur dieses kleine Herzchen hier schenken, sondern auch ein kleines Special. Und zwar geht es gleich runter in die Küche und so probieren wir ein Original-Starbucks-Rezept. Das Ganze habe ich von Sami Slimani und anscheinend soll es recht gut sein. Ja, dann suchen wir jetzt mal die ganzen Zutaten. Und zwar braucht ihr folgendes. Eiswürfel, Schokoladebrösel, also ich zerhack einfach diese. Eigentlich Schokosauce, aber ich schmelze einfach diese Schokolade, weil wir haben keine Schokoladensauce. Milch. Sahne, also Sprühsahne kann man auch verwenden, aber ich nehme dann doch lieber frische. Kaffee und ganz wichtig, ihr braucht einen Mixer. Hier entsteht dann die Schokosauce. Ich lasse jetzt einfach das hier im Wasserbad schmelzen. Und jetzt zerstören wir währenddessen hier diese Schokolade. So, jetzt hole ich die Eiswürfel und dann kann es losgehen. Laut Sammy sollte man den gesamten Mixer mit Eis füllen, aber wenn ich meinen gesamten Mixer mit Eis fülle, dann habe ich da ja eine enorme Masse, also ich mache nur diese hier rein. Eiswürfel sind drin. Dann kommt 250 ml Milch rein. Dann folgt die Schokosauce. Bei Sammy waren es 5 bis 6 Esslöffel, bei mir ist es jetzt einfach das Ganze. Dann so viel Kaffee, wie ihr Lust habt. Und dann kommen noch die zerhackte Schokolade rein. Riechen tut das Ganze extrem nach Kaffee. Obendrauf dann noch etwas Sahne. Schokosauce. Und fertig ist das kleine Kunstwerk. Oh, ist das gut. Ich muss sagen, das hier ist das Beste, was ich seit langem getrunken habe. Nur irgendwann ist es umständlich mit den Strohhalmen, weil die ganzen Schokosplitter kommen und die den Strohhalm dann verstopfen. Ich würde da mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein kleines Daumchen nach oben und ich sende euch hiermit allen eine virtuelle Umarmung, einfach weil ich das so richtig, richtig cool finde. Ciao!